Ey, was? Klimawandel, Klimaschwindel. Guck nach oben, sieh die Chemtrails am Himmel. Siehst du die Industrie mit ihren Medikamenten, wie sie Krankheiten erschaffen, anstatt sie zu bekämpfen? Wir verkaufen uns fürs Geld und treiben Raubbau mit der Welt. Wir verkaufen alles, doch es gehört nicht mal uns selbst. Yeah, wir schaffen das, wir machen noch alles kaputt. Machen wir so weiter, liegt bald alles in Asche und Schutt. Das Feuer brennt schon lang, doch keiner hat's gesehen. Denn man hört, riecht und sieht kein System. Wir teilen ungerecht auf, was eigentlich allen gehört, und bauen das auf, was unsere Ordnung zerstört. Doch wir gehören nicht hier rein, nicht zwischen diese Mauern aus Stein. Es ist zum Weinen, wenn wir es verstehen, könnte es viel schöner sein. Doch solange wir keine liebevolle Lösung begrüßen, zerstören wir uns lieber selbst den Boden unter den Füßen. Und wer meint, dass meine Sicht der Welt wohl ist, wird sehen, wie das Platz sich wendet, nicht nur wenn der Pol flippt. Und wer denkt, dass das hier alles hohl ist, wird sehen, wie das Platz sich wendet, nicht nur wenn der Pol flippt. Alles, was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt. Alles, was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt. Jetzt ist es zu spät, jetzt wird es hart zur Sache. Das ist keine Publicity und Panikmache. Die Konsumgesellschaft und Interessen der Wirtschaft zerstörten jede Existenz, die ein Leben geführt hat. Überall Asche, ein Flächenbrand zerstörte jedes Feld. Es blitzt durch die schwarze Wolken weg, die saurer Regen fällt. Ich geh barfuß über die verbrannte Erde. Mir wird klar, dass ich mit der ganzen Welt zusammen sterbe. Ich bin Zeuge dieser großen Zeit. Geh müde weiter und rieche totes Fleisch. Ich schaue hoch zum Himmel, spür den Regen auf der Haut. Atme heißen Dampf, bald gebe ich einfach auf. Was hat sich die Menschheit eigentlich gedacht? Sie hat ein uraltes System aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie machte sich zum Gott und dachte, sie ist mächtig. Doch die Naturgewalt in ihrer Urgestalt rächt sich. Alles, was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt. Was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt. Wassermassen überfluten die Straßen. Die Menschen wissen, dass sie keine Zukunft mehr haben. Tote Tiere treiben auf der Wasseroberfläche. Kein einziger Spekulant hat eine große Fresse. Das Wasser steigt, Menschen sitzen auf dem Hausdach. Der Sturm wirbelt dich durch die Luft, wenn du nicht aufpasst. Keiner kann mehr sagen, es geht drum, was du draus machst. Wir sind gefickt, egal ob Dorf oder Hauptstadt. Einige töten sich für eine Scheibe Brot. Andere sterben gemeinsam im gleichen Boot und denken sich, wie scheiße ihre Vorfahren sind. Sie hätten es stoppen können, bevor es beginnt. Doch stattdessen haben die sich auf Kriege konzentriert, sich gegen gegenseitig bekämpft, ganze Gebiete bombardiert. Ein kleiner Teil der Menschheit hatte immer mehr Überfluss, sodass die ganze Erde jetzt die Konsequenzen spüren muss. Die Menschen dachten, dass sie immer mehr bräuchten, ohne zu wissen, dass sie sich hinterher täuschen. Keiner dachte, dass es so große Kreise zieht, das Ende kam wie eine Flutwelle, die du von weitem siehst. Jetzt können wir nichts mehr verhindern, wenn sich das immer läuft. Wir können nur Schlimmeres verhindern, wenn sich jemand traut. Es geht um Länder, Wirtschaft, deren Interessen, und da wird das Wohl der Menschen. Wenn wir die Welt verpesten. Alles, was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt. Alles, was euch wichtig war, wird überschwemmt. Und der Rest, der euch bleibt.